Pistolen benutzt man nur im Nahkampf. Es gibt zwei Arten. Die einen verschießen Bleikugeln, die anderen Schrot. Schrot hat eine geringere Reichweite, aber eine größere Streuung. Ich sag, beides mal ausprobieren. Okay, erzähl mir mehr über Pistolen. Erzähl mir mehr über Pistolen. Du kannst auch Waffen selber bauen. Natürlich musst du geschickt sein. Das ist Handwerk. Dann bring's mir bei. Nein, wirklich. Ist kein großes Geheimnis, aber ein teures. Ja, super. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. Feuerwaffen. Zeig mir, wie ich eine Pistole baue. Feuerwaffen 6. Okay, ich glaube, das ist noch in weiter Ferne. Kritische Treffer. Zeig mir, wie ich die Pistole während eines Gesprächs benutze. Haha, das will ich können. Was sagst du? 200 Gold? Danke für die 500 Gold. Unterricht mit der Pistole. Ich will eine Pistole. So, wie viel brauchen wir für Pistole im Gespräch? Feuerwaffen 2. Okay, dann werden wir auf jeden Fall Feuerwaffen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Noch erhöhen. Kann ich irgendwo schießen? Kann ich hier irgendwo schießen? Was? Natürlich nicht. Aber mal was ganz anderes. Willst du rausfinden, wie gut du mit der Pistole bist? Genau das habe ich doch gerade gefragt. Pass auf. Ich werf dir ein paar Sachen zu und du versuchst sie zu treffen. Du hast 10 Schuss. Ach, und noch was. Wenn du dreimal hintereinander keinen Schuss abgibst, hören wir auf. Okay. Gib dir mir deine Pistole und Munition. Und schon geht's los. Okay. Was? Ich glaube, es hackt, Alter. Alter, wie soll man das denn treffen? Okay, ich werde jetzt nicht reden, weil das erfordert ein bisschen Konzentration. Nein! Unglaublich! Gewonnen? Lass mich eben zählen. Das war doch schon ganz ordentlich. Mach mal noch eine Runde. Aber sowas von, Alter, ich will gewinnen. Also kannst du aber von ausgehen, ey. Schießtraining. Und schon geht's los. Aber, ne? Fliegen die immer in der gleichen Reihenfolge, dann müsste hier erst ein Schädel kommen. Yes, jetzt da oben. Jetzt hier oben. Nein, verdammt. Ah, leck. Es blitzt gerade irgendwie draußen. Das belastet irgendwie, glaube ich, mein Stromnetzwerk oder so. Ah ja, okay, das war fail. Unglaublich. Nix da unglaublich, das war fail. Lass mich eben zählen. Nicht schlecht. Immerhin hast du ein paar. Schön. Schon wieder rum plus 10 oder war das noch von vorhin? Und schon geht's los. Jo. So, Schädel hier. Okay, es ist nicht immer die gleiche Reihenfolge. Das ist schon mal gut zu wissen. Und es ist nicht so leicht. Ich frag mich, ob das leicht aussieht. Fuck. Sag mal, haben wir eigentlich 10 Ziele, die wir treffen müssen? 10 Jahre. Schieß doch! Ach, so stimmt. Wir können ja. Okay. Lass mich eben zählen. Ich habe die Regeln jetzt gerade erst verstanden. Okay, man kriegt echt immer plus 10 Ruhm, aber es lohnt sich trotzdem nicht. Das ist ja, dauert viel zu lang. Also wir können, wenn wir nicht treffen würden, können wir bis zu 2-mal den überspringen und dann erst beim 3. Mal wieder treffen. Und der wirft einfach so lange Dinger durch. Also, ich will schießen. Ich will schießen. Was? Pass auf, du kannst jederzeit schießen. Training kostet 10 Gold. Schaffst du. Und wenn du richtig was gewinnen willst, kannst du auch mal Flotten schießen. Was? Jetzt kostet es. Was? Wie funktioniert Flottenschießen? Wie funktioniert Flottenschießen? Ganz einfach. 3x10 Schuss hintereinander. Beim ersten Mal musst du 5 Treffer landen, beim zweiten 6 und beim dritten 7. Wenn du das schaffst, kriegst du 500 Goldstücke. Und der Einsatz ist auch nicht so hoch. Quick Save? Flottenschießen. Lass mich mal Flottenschießen probieren. Mach dich bereit. Konzentrier dich. Dann mal los. Okidok, also ich muss jetzt nur 5-mal treffen, ja?
Und fail schon einmal. Und fail nochmal. Okay, irgendwie bin ich gerade ein bisschen krüppelig bei der Maus. So, jetzt haben wir es aber. So, okay, es waren schon 5. Unglaublich! Ich probier's. Super! Pass auf! Jetzt erhöhen wir die Schwierigkeit. 6. Ich werf dir ein paar Bomben rein. Die solltest du besser nicht treffen. Und weiter. Jetzt soll ich auch noch hier unterscheiden, ey? Ja, okay, fail. Ach, komm. Ja, okay, ich hab schon verloren, ey. Du hast verloren. Sag bloß. Das, aber ich hab dein Geheimnis. Na, das kannst du nicht, ne? Krieg mal dein Gold wieder, du. Geizkram. Ha. Es ist so, also wenn ich jetzt nicht Let's Playen würde, dann würde ich das hier so lange durchziehen, bis ich den Scheiß gewinne. Aber ich probiere es jetzt noch ein letztes Mal. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann gehen wir weiter. Aber irgendwie meine Maus ist, ich weiß nicht, ich bin ja heute nicht so... Hab so ewig keine Ego-Shooter gespielt. Aber die Steuerung ist doch ein bisschen... gewöhnungsbedürftig. Ah. Okay, ich darf nur noch... gar nicht mehr. Wo ist das Ding denn hingeflogen, ey? Naja. Willst du's nochmal versuchen? Ach scheiße, den letztendlich ja noch treffen können. Oh! Fail! Naja, egal, gehen wir erstmal weiter. Irgendwas, vielleicht sollte ich meine Maus nicht so scharf einstellen. Oder es ist, ich bewege die nur so ein. Also ich bewege die auf meinem Mauspad praktisch gar nicht. Und die flitzt halt schon hin. Aber es ist halt dieses Ungewohnte, dass sich nur das Ziel bewegt und nicht halt. Also beim Ego-Shooter bewegt sich ja die ganze Waffe und das Bild dreht sich. Und das ist. Da kann ich viel besser zielen, als wenn ich nur dieses blöde Ziel-Ding bewege. Keine Ahnung. Ist vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Flennige. Selbstverständlich. Nachdem ich mich ein bisschen in deiner Bude umgesehen habe. Danke fürs Bier, ne? Und danke für Licht unter deinem Schreibtisch. Was ist das für ein Käse? Oh, normaler Proviant. Kiste. Goldbrocken und Kugeln. Also in den Kisten, in den Häusern, da gibt es auch immer wesentlich bessere Sachen, muss ich sagen. Ja, Flanagan, ne, wir dürfen... Suchst du eine Schaufel? Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug in Zahlung. Klar. Taschendiebstahl versuchen. Diebeskunst 25, wir haben... 20. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, wir haben 20. Woher kriegst du deine Ware? Bist du schon lange hier? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Salz. Schmutzige Tricks. Blendet. Wirksamer als Sand, ja. Wenn man überhaupt nicht trifft, ist es ja wohl egal, ob man Salz oder Sand ins Auge wirft. Wichtige Zusätze zum Feuerspucken. Gestreiftes Kopftuch. Schützt vor Sonnenbrand und leichtem Regen. Ja. Wir könnten uns mal eine Hose kaufen, ne? Er hat auch noch nie die bunte Hose. Ich will eine anständige. Schädel-Ohrrings. Nichts für uns. Funkelnder Goldring. Silberzunge plus 5. Einen Ring brauchen wir noch. Aber Silberzunge plus 5 brauchen wir erstmal nicht. Falls wir irgendwo die Silberzunge brauchen, dann können wir darauf zurückgreifen. Schaufeln und Spitzhacken. Zum Goldhacken. Okay. Wenn man bei jedem Goldhacken, abgesehen davon, dass wir bis jetzt kein Gold gefunden haben, wenn man beim Goldhacken, ich sag mal, 3 Goldbrocken bekommt, müssen wir mindestens 3 Goldadern finden, damit sich die Spitzhacke lohnt. Und wir haben nur 382 Gold, deswegen würde ich sagen, scheißen wir erstmal auf Schaufel und... Ach, Schaufel würde ich schon gerne mitnehmen. Aber wer weiß, wo das nächste Schaufeldings ist. Ich kack erstmal drauf. Woher kriegst du deine Ware? Woher kriegst du deine Ware? Die meisten Typen sind bereit, alles zu tauschen, nur um sich rumzukaufen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch Hemden und Hosen.
Ja, das habe ich ja gerade schon gesehen. So, ich muss nochmal kurz Waren, weil eigentlich wollte ich verkaufen. Sind die was wert? 5. Machete können wir ja mal eigentlich verkaufen. Heilige Scheiße, 100 Gold, ey. Her damit. Rumfackel, Proviant, Trank der Klingen. Würgeranke, Rostflügel, Kralle. Leuchtkugeln, Sicheln. Oh Mann, ey. Ich habe langsam das Gefühl, das ist alles wichtig für Voodoo. Okay, die Schale können wir natürlich abdrücken. Und die Goldbrocken wahrscheinlich auch. Oder können wir daraus Gold schmelzen? Ah, ich hasse es. Wenn ich ein Spiel noch nie gespielt habe und ich weiß, ob ich Sachen behalten oder verkaufen kann. Das ist ja so schlimm. Ja, egal, wir haben... Den Rest behalten wir erstmal. Bist du schon lange hier? Bist du schon lange hier? Das kann ich dir sagen. Ich habe mich hier niedergelassen, als der Handel mit dem Rum ins Rollen kam. Und was ist mit dir? Was hast du vor? Ich schließe mich Captain Stahlbart an. Dann brauchst du ein Äffchen. Es gibt nichts Besseres. Was soll ich damit? Reich werden. Du schickst ihn in die Häuser und er holt dir die guten Sachen. Außerdem, so ein Äffchen hat nicht jeder. Damit kannst du Eindruck machen. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du mit dem Äffchen umgehen musst. Und ein paar andere Tricks habe ich auch noch auf Lager. Jo, das kannst du uns gerne beibringen, aber erstmal brauchen wir leider Diebeskunst 6. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Zeig mir, wie ich ein kleines Äffchen zähle. Ah ja, gerissen als 6. Darauf werden wir noch zurückkommen. Papagei. Ah, geil, ich will einen Papagei. Ich will meine schmutzigen Tricks schnell und häufiger machen. Ja, ich will überhaupt damit treffen. Zeig mir ein paar schmutzige Tricks. Wie kann ich meine schmutzigen Tricks noch besser einsetzen? Okay, ich will definitiv einen Papageien. Ich will einen Papageien, davon kannst du aber sowas von ausgehen. So, ja, dann sind wir mit dem guten Plänigen erstmal durch und wir kommen von da, ne? Wir kommen von da. Und hier gibt's irgendwas zum Einsacken? Nö. Hier? Hat er vielleicht einen geheimen Kräutergarten? Kräuter in Anführungsstrichen? Nee, hier ist nichts zu finden. Schickes Schiff. Hängt da einer? Oder ist das eine Fackel? Ein Licht. Kann ich es von hier noch nicht ganz erkennen. Ist zu weit weg. Ich liebe solche Häfen, die so gebaut sind, dass man durch Gebäude durch muss, um woanders hinzukommen. Also ist jetzt ernst gemeint. Finde ich voll geil. Wow. Mach, dass du wegkommst. Chillt mal. Okay. Vielleicht muss man da doch nicht durch. Vielleicht könnte man einfach da runter gehen. Oder man könnte, wenn sie sich so gerade ihren Rücken zugewendet haben, einfach hier reinschleichen. Zu Alistair und Elia. Oder Elia. Patty, du, ne? Zum Glück macht ihr keine Aufmerksamkeit. Ist nur irgendeine Frau, die sich bei euch umguckt. Hier ist dann wohl die Schnapsbrennerei, ne? Und da, oh, da, das ist ein bisschen riskant, das Ding da zu klauen, was da steht. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Ich hätte gern so eine Rolle. So eine Abrolle, so. Wer Skyrim gespielt hat und da Dieb geworden ist, der weiß, was ich meine. So. Aus dem Schleichen heraus so eine Rolle. Und die ist halt immer noch leise, aber man kommt halt schnell voran. Ein rotes Lampion. Gibt's jetzt gleich ein paar Prostituierte für uns? Hallo? Oh, Piratengeschichten. Aber erstmal umgucken. In diesem Bordell. Ich hab's auch schon gewusst. Hallo Lola. Ich vergehe mich mal an dir. Du hast zwar deine Augen offen, so wie es aussieht, aber eventuell schläfst du ja mit offenen Augen. Ich kann's... Ja, die hat die Augen offen. Ich räume deine Kiste aus, ne? Ich hoffe, ich finde hier keine ekelerregenden Sachen drin. Nö. Proviant. War eine Banane. Ich denke mir mal nichts weiter bei, ne? Ist bestimmt alles ganz okay. Ah, und hier ist die Taverne. Schnell weg hier. Er hat's nicht gesehen. Ist ja widerlich. Oh, Lola. Ganz ruhig. Psch. Sie hat nichts gesehen. Noch nicht.
glücklicherweise. Wein und Pokal. Und die wichtige Schriftrolle, die also die zumindest wichtig aussieht, die ignorieren wir einfach mal. Aber stattdessen lesen wir einfach in dem Buch. Das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und das fehlte ihm der rechte Stiefel. Da er sicher nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. So, so. Geil, läuft man hier demnächst mit irgendwelchen beschissenen legendären Items rum. Einen Stiefel hat man dann an. Ist ja super. Jo, wir waren da nicht drin und haben total nichts geklaut. Und was geht hier so, Herr Curtis? Hey, was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Stahlbart. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zur Bus und hol dir einen Rum. Geh zur Bus und hol dir einen Bus. Was kannst du mir über Bus erzählen? Was kannst du mir über Bus erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Nope. Bus ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Oh ja. Ich liebe Gold. Ich mag es nicht nur. Hallo, Pirat, ne? Verdammt.